Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Blink von Intoxicated macht mal wieder ein spontanes Unboxing. Ich hab irgendwie sind die Dinger bei mir immer spontan. Also mir ist wieder zugefallen durch, da muss ich mal ein Shoutout machen. Der liebe Rick hat nämlich nicht explizit für mich, aber er hat halt eine zu viel vorbestellt und hat gesagt, Blink, hast du keinen Bock, mal eine Special Edition, sieht schön aus, kannst du unboxen, hat mir den Code gegeben, also die Bestellnummer gegeben und war wirklich so lieb und hat mich das abholen lassen an seiner Stelle, weil er Sammler, wie er ist, halt an verschiedenen Stellen ein bisschen vorbestellt hat. Also herzliches Danke an der Richtung, das Video ist für dich möglich oder wegen dir möglich und ich hoffe, du hast deinen Spaß. Enthält Steelbook und Artbook. Ihr wisst, ich stehe bei Unboxings oder ich stehe insgesamt bei Special Editions ja eigentlich auf Goodies. Aber it's Zelda und I'm Blink. Und naja, okay. Da Unboxing nicht jeden Tag ist, machen wir uns einen Spaß. Und benutzen Hikari. Weil das Spaß macht und ich hoffe, ich säbel das Ding jetzt nicht direkt kaputt. Komm, da geht mehr. Komm schon. Nicht die schöne Hülle zerlegen, aber okay. Das soll es dann auch gewesen sein. Ansonsten zersäbel ich höchstens noch mehr. Ich kenne mein Glück. Aber, oh, was bist du? Warum bist du so? Warum bist du so und warum kannst du das? Ah, okay, cool. Der Lappen hier, den braucht ihr nicht wirklich. Der ist eigentlich nur für Werbung im Kaufhaus. Das ist ganz süß. Weil auf der Rückseite der Box habt ihr, ich halte es mal, ja, Fokus, okay, habt ihr die Eule, die euch ja so treuherzig durchs ganze Spiel führt. Das heißt, Moment, das wird jetzt, wenn wir die so aufmachen, geht das? Kann man das? Oh, wie cool! Okay, ich muss die Kamera mal kurz verstellen, das geht ohne Probleme. Aber ihr wollt ja nicht mich sehen, ihr wollt mehr hiervon sehen. Also mache ich das jetzt alles spiegelverkehrt. Schaut mal, ihr habt, das ist ja mega geil. Ihr habt, ihr habt Dinge zum Schlaufen. Danke, das war das Wort. Schlaufen, um die Hüllen, also um die Hülle und das Steelbook hier rauszuholen. Das ist sehr cool. Das Steelbook ist, da bin ich eigentlich am schärfsten drauf gewesen. Ups. Ihr habt von innen im Steelbook habt ihr verschiedene Ausschnitte aus dem Original-Game. Und es sieht halt aus wie ein Gameboy, auf dem das Original-Game gerade läuft. Und ihr seht, die Prägung ist ähnlich wie bei der Metroid Special Edition, die ich das letzte Mal unboxed habe. Die Prägung ist super geil. Also es sieht so aus, als wenn man wirklich fast die Schrauben hier drehen könnte oder das Batteriefach aufmachen könnte. Es fühlt sich auch fast so an. Also sogar das Plastik-Nupsi, an dem man das Batteriefach aufhebeln könnte, ist geprägt. Finde ich super geil. Ich habe gerade schon Angst gehabt. Nein! Direkt ein Kratzer drauf. Ich wusste, ich habe schlechtes Karma. Aber nein, es war ein Plastikschnipsel. Meine Sorge ist durch. Sogar das On-Off hier oben ist geprägt. Das ist echt geil. Also stehe ich total drauf. Klappt das so rum? Ja. Das kommt einfach so. Ich lasse es einfach hier für euch stehen. So, es kommt einfach da in meinen schönen Ständer rein. Und boah, diese. Ich wollte gerade sagen, diese Dinger sind einfach jedes Mal so mega grausam, aber Hikari muss nicht nochmal ran. Die Spielehülle ist relativ Standard, denke ich. Also ich denke, es ist die Standard-Spielehülle, aber ja, das wollte ich sehen. Ihr könnt sie umdrehen. Das hatte ich gehofft. Ihr könnt die Spielehülle umdrehen, damit ihr nicht den ganzen USK und hast sie nicht gesehen, Kramgedöns jedes Mal sehen müsst, wenn es bei euch im Regal steht. Denn, seien wir mal ehrlich, wer schleppt, auch wenn es nicht gerade das Steelbook ist, sondern die Standardhülle, wer schleppt die Dinger mit sich rum? Also ich denke, jeder, der eine Switch hat, hat auch die verdammte, oder eine Tasche für die Switch. So, sieht doch direkt
viel schicker aus. Also dass auf der eigentlich, also dass auf der eigentlichen Front quasi nur das zu sehen ist und auf der Rückseite der Treibgut-Link. Weil wenn ich das jetzt so hier reinstelle, seht ihr, hättet ihr auf der eigentlichen Front, hättet ihr halt, würdet ihr Link nicht sehen und auf der eigentlichen Rückseite, wo normalerweise Zeugs beschrieben ist, dass man halt noch, na, dass man halt immer zur Wand hinstellt, da treibt Link. Das ist leider so, aber ansonsten ist es jetzt, glaube ich, nicht so das Problem. Und das ist ziemlich cool gemacht hier, muss ich sagen. Also das ist, da habe ich mehr Spaß dran. Und das Artbook selbst, 100 Seiten habe ich gelesen, soll es haben. Sind die nummeriert? Seid ihr nummeriert? Ihr seid nicht nummeriert, aber... Okay, das ist cool. Es ist richtig, also es ist schwer. Mir, das ist richtig dick gepresstes Papier. Mir ist ja immer wichtig, dass sich sowas auch qualitativ anfühlt. Wegen sowas mache ich auch Unboxings. Ich meine, ihr habt bemerkt, ich habe auch die Beschaffenheit von dem Steelbook gerne beschrieben und wie das alles aufgebaut ist. Visuell ist es immer so ein Ding, aber mir ist halt bei vielen Unboxings aufgefallen. Okay. Mir ist halt bei vielen Unboxings aufgefallen, da fand ich jetzt, okay, das ist für mich kein Kriterium, aber ihr seht vielleicht, wie muss ich es halten, damit ihr es seht. So? Nein. So? Die Kanten sind nach der, also sind wahrscheinlich, auf, also es sind beide, sind aufgrund der Verarbeitung hier eingedrückt. Die oberen sind vollkommen okay, die sind ordentlich gefaltet. Aber die hier sind eingedrückt bis hin zum Grad des Einreißens. Für mich kein Ding, aber wir wollen ja eine objektive Review machen. Hier könnte man dran ziehen, also es ist zumindest eine Lücke drin. Aber ich denke, es ist nur, um das hier rauszuholen, weil es ist festgeklebt. Wie gesagt, für mich absolut kein Kriterium. Ich will jetzt niemand sein, der sagt, oh, da ist aber jetzt hier da so unten drunter, wo eigentlich immer das Steelbook, das Artbook drin liegt. Weil, yeah. Also, für mich kein Ding. Achso, klar, um das Artbook da rauszuhebeln. Ich Idiot. Okay. Ich kann euch schlecht alle 100 Seiten von dem Ding zeigen. Dazu müsstet ihr wahrscheinlich mal ein E-Book benutzen, falls ihr nicht dann nach der Review hier Lust habt, noch so eine Edition zu ergattern. Die scheinen wohl sehr, sehr schnell vergriffen zu sein, also schmeißt es auf eure Wunschliste bei Amazon. Aber die Illustrationen, finde ich persönlich, sind super cool. Auch die, Spoiler Alert, by the way, aber ich denke, bei einem Remake ist das jetzt nicht das Problem. Der Remake-Link hier ist ja auch so derbe knuffig. Oh, es hätte verschiedene Versionen geben können. Okay, ja, gut, klar. Oft beziehungsweise immer. Ha. Stimmt, den Hylia-Schild haben sie ja eigentlich auch neu gemacht. Finde ich persönlich, ja, das ist ein super schönes Artbook. Es gibt ja wirklich viele Artbooks, da sind sehr viele Bleistiftzeichnungen, also vom Scratchboard sehr viele Zeichnungen drin. Hier sehe ich viele, viele Varianten. Hier sehe ich auch viel High-Polished-Zeug, das im Game natürlich dann mit Grafik umgesetzt worden ist, aber vorher auf dem vorher im fertigen Entwurf natürlich sehr, sehr viel detaillierter dargestellt worden ist, weil in der Vogelperspektive im Game kann man ja auch gar nicht so weit ranzoomen, dass man sehen könnte, es ist sehr schick. Also es ist anscheinend auch Spiele chronologisch. Ich gehe mal ein bisschen vor, ja. Ja, also es ist komplett chronologisch alles. Was haben wir hier? Sehr schön. Ja, es ist Dungeon after Dungeon. Das ist cool. Die verschiedenen Typen von Ocarina.
Mein fanfiktiver schwarzer Link, also Link in schwarzer Rüstung, hatte auch immer eine rote Ocarina. Nur so ein Funfact. Ich suche oder ich blättere einfach, ich blättere halt einfach so wahllos hier durch. Die ab und zu mal so ein Panoramabild finde ich halt richtig toll. Und wie gesagt, von der Verarbeitung her, die Pappe selbst, oder man kann wirklich sagen Pappe, denke ich mal, von dem Ding ist wirklich, es fühlt sich klasse an, es ist alles ein schöner Fotodruck. Das ist so ein Ding, was man in der, natürlich ist das so ein Ding, was man in der Vitrine stehen hat, aber halt ab und zu mal rausholt unter Fans und einfach mal durchgeht und einfach ein bisschen schwelgt. Kann man auch, darf man auch als Kerl, das ist Schwelgen darf man auch als Kerl, finde ich total toll. Das zum Beispiel finde ich mega geil. Sowas hätte man im Spiel gar nicht. Also nicht in der Qualität, nicht in der Aufmachung. Gut, es kann sein, dass in dem Remake gerade solche Steintafeln, ich meine, es ist möglich, ja, dass das Game dann ranzoomt oder dass das Game einem so ein Bild zeigt. Ich habe es noch nicht angeworfen. Werde ich aber nach dem Unboxing auf jeden Fall tun, bis heute spät abends. Ihr könnt es im Stream auf Twitch sehen. Wenn ihr also nach dem Video hier nichts Großartiges zu tun habt, bis ihr eine Freitagabendbeschäftigung bekommt, dann habt ihr das jetzt. Ich skippe einfach mal oder ich blätter einfach mal weiter durch, so bis zum Ende. Weil wir sind ja schon beim achten Instrument. Ja, solche Panoramabilder finde ich zum Beispiel mega toll. So. Ich finde es übrigens mega lustig. Ich meine, ich habe auf der Rückfahrt vom Saturn bis zu Hause habe ich halt so ein bisschen nachgesonnen über unseren Windfisch. Ja, Fische legen Eier, aber sie haben sich, ich meine, der Windfisch ist ja ein Wal. Also sie haben sich das einzige meeresbiologisch lebende Tier ausgesucht, das halt ein Säugetier ist und keine Eier legt, um es in ein riesiges Ei zu stecken. Das ist, ich fand's nur lustig, erwähnenswert. Oh, cool. Das kann man dann hier so ausklappen, wie so ein, Pin-Up-Heftchen. Ich finde das mal lustig, wenn man es um 90 Grad dreht und hier rum. Nein? Okay, gut. Vielleicht ist einfach nur mein Kopf schmutzig. Das neigt sich jetzt so langsam dem Ende. Ich hatte aber vorhin noch eine schöne Illustration am Ende oder gegen Ende gesehen. Ja, hier. Auf diesen Dungeon Editor freue ich mich. Und das hier ist toll. Also sowas, nicht unbedingt in grün, vielleicht halt wirklich in grau, weiß, schwarz Abstufungen. Aber sowas finde ich richtig toll. Würde ich mir persönlich in entsprechender Machart, würde ich mir das sogar überlegen, irgendwo hinzuhängen. Weil so eine ganze Oberweltkarte, das sind Dinger, die finde ich, oder die findet man tatsächlich, wenn man ein bisschen sucht, bei Google natürlich, aber wirklich in so einer schönen, hochaufgelösten, auf Fotodruck gemachten Dinges, schön eingerahmt. Tatsächlich würde ich überlegen, mir sowas an die Wand zu hängen. Aber vielleicht habe ich gerade die Idee auch nur, weil ich habe es ja im letzten Video erwähnt, dass auf der Couch gedreht worden ist, weil ich momentan hier überall insgesamt ein bisschen umräume. Ich mag, ganz im Ernst, ich mag den Einband gefühlt. Das Ding ist, also, ich bin tatsächlich, okay, früher war ich schlechter im Schätzen, aber das Ding hat so gefühlt locker 600, 700 Gramm. Das ist, ja, also total geil und hochwertig qualitativ gemacht. Muss man jetzt natürlich wissen, ob man nur für ein Buch, in dem man blättert, und ein Steelbook, das man, wie erwähnt, nicht mit in der Öffentlichkeit rumschleppt. Also das ist alles nur was für zu Hause, für in die Vitrine. Es ist natürlich was für Sammler. Hat jetzt ein 20 mehr gekostet. Ich weiß nicht, ob es bei Amazon mittlerweile, ich meine, bei eBay müsst ihr gar nicht erst gucken, das ist der Wahnsinn, was da abgeht. Aber muss man jetzt natürlich selber wissen, ob man es investiert oder wie billig man es findet. Ich persönlich bereue es überhaupt nicht. Gerade jetzt so hier in der, ich denke, ich werde, ja, es wird jetzt natürlich schwierig, weil, wird wahrscheinlich dann so ohne die
ohne die Hüllen eingepackt, so im Regal stehen, dass an das Artbook auch nichts drankommt. Ist immer ein schönes Gefühl, wenn man auch noch draufdrücken muss, weil die Luft eigentlich an den Kanten nicht entweicht. Diese Glattheit. okay, ich bin aber auch Materialfetischist, muss ich klar und offen gestehen. Tatsächlich eine kurze Review oder Unboxing, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Waren halt auch nur zwei extra Items drin, die aber nicht tausendmal im Video jetzt erwähnt, mit hoher Qualität. Finde ich persönlich total klasse. Und wenn es euch geholfen hat, ob ihr jetzt vielleicht noch spontan auf die Suche geht und eins ergattert oder auch nicht, also wenn es euch bei der Entscheidung geholfen hat, dann finde ich es natürlich toll. Wenn es euch einfach nur so Spaß macht, mir zuzugucken, wenn ich mich über so ein Ding freue, geht dann weg, dann freue ich mich natürlich auch. Wie gesagt, ist schlecht planbar bei mir mit Unboxings oder sonst irgendwas, allem, was auf der Couch. Jetzt wurde ich dort tatsächlich von meiner eigenen Kamera unterbrochen, die anscheinend entschieden hat, dass ich jetzt Long Story Short machen soll. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tut dem Kanal was Gutes, auch wenn wir momentan eher so nach Twitch umziehen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt bis zu eurer irgendwie hoffentlich Freitagabendbeschäftigung, egal ob in oder outdoor, nichts zu tun habt, dann folgt doch direkt mal dem ersten Link unter dem Video in Richtung Twitch und schaut euch an, wie ich es anspiele. Ansonsten könnt ihr mir gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Ich bin raus für heute und ich sortiere das jetzt erstmal ein. Have a nice day. Blink out.